Ja, Mette Leute. Und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Erstmal, das ist, glaube ich, nicht Teil jeder Serie, sondern irgendwie ein Zwischenpart oder so. Gehen wir später darauf ein. Erstmal nochmal zum Video heute Morgen. Da hatte ich ja vorgelesen, Rainers Sex-Chat bei Poppen.de müsste es sein, dass mit der volljährigen Tochter, die an der Ente ihres Vaters rumgespielt hat, bis die Ente halt auf sie abgespritzt hat. Ja, es ist anscheinend ein Witz, den ich vorher nicht kannte, also ja, gut, ne? Solche Witze kenne ich nicht. Aber ich finde, dass es halt das Ding halt nicht besser macht, ne? Ich meine, Rainer war auf poppen.de, ihr wisst alle, was er da macht, in welchem Zustand er gerade ist. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich erregt bin, sage ich einfach mal, dann denke ich nicht an Sachen, die mich nicht erregen. Erst recht nicht an pädophile Witze. Sorry, aber das kann man so halt nicht rechtfertigen. Er hat ja auch schon öfters solche Sachen erzählt, nur halt, da war er halt das Kind und hat mit seinem Vater zusammen diese Sexschreiben der Sachen. Also nur weil es ein Witz ist, den er da erzählt hat, macht es das für mich nicht besser. Weil ja einfach in der Situation denkt er nur an Sachen, die ihn irgendwie erregen. Finde ich. Also, wenn mir jemand erregten Witz erzählt, dann gehe ich davon aus, dass er den Witz auch irgendwie auch anziehend findet, sage ich mal. Bisschen wie, was ich hier erzähle, bisschen kreuz und quer, aber ist auch egal. Nicht so wichtig. Das soll ich einfach nur klarstellen, es ist nicht seine Fantasie direkt, es ist einfach nur ein Witz, aber wenn man den Kontext mitbedenkt und in welcher Situation er gerade ist, macht es halt für mich nicht besser. So. So viel dazu. Ich würde sagen, wir starten rein. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema reden, was wir gestern im Live hatten. Geht's um die Kommune der Freiheit. Das Ganze ist ein Video, was eigentlich als Serie geplant gewesen wäre. Es kommen noch weitere Folgen in der Serie, wo ich auch nochmal auf das Thema eingehen werde. Aber das hier wird jetzt nichts für die Serie, sondern es wird wirklich für das Video. Damit das endlich mal geklärt ist. Okay, also es ist kein Teil der Serie, sondern einfach nur ein Zusatzding auf die ersten Reaktionen von den ersten Teilen der Serie. Wenn ich das richtig verstanden habe. Einige Leute werfen mir ständig Sachen vor und haben ständig irgendwelche Beweise, wie sie mich irgendwie als Pedo oder sonstiges Zeug hinstellen. Hatten wir gerade das Thema, ne? Ich habe auch gestern mehrere Nachrichten bekommen. Du hast in 7 von 9 Nachrichten so und so viel das Wort Kind drinnen. Das Wort Kind kann schon was anderes vorkommt, aber nicht in Bezug auf irgendwas Pädophiles schon gleich zweimal nicht. Es gibt einen einzigen Post, in dem diese zwei Worte überhaupt in einem Zusammenhang stehen. Und in allen anderen wird in ein, zwei Posts mal darüber gesprochen, aber ansonsten nicht. So, aber das ist natürlich mal wieder schweinchenschlau. So. Ich hatte das gesehen auf Telegram, hat es schon mal selbst gepostet oder irgendwer im Chat, ich weiß es nicht mehr. Ja, hat halt sehr oft das Wort Sex drin. Ich glaube, irgendwie in dem ersten Absatz, den wir uns durchgelesen haben, schon. Irgendwie, ich glaube, 20 Mal oder so. Also, es ist natürlich jetzt nicht viel, wenn man bedenkt, was das für eine Wall of Text war. Aber wenn man halt bedenkt, wie viel Platz andere Themen eingenommen haben, wie viel Platz dieses Thema eingenommen hat, ja, dann ist es schon wieder ein bisschen verwerflicher. Wir fangen aber mal von vorne an. Also, ich habe gestern im Stream das. Und das war ja, glaube ich, nie wirklich gemeint, dass die Sachen im Zusammenhang stehen müssen, sondern einfach nur, dass man merkt, worum es ihm wirklich geht. So gesagt, ich möchte mich selbst reflektieren. Das heißt ja immer, reflektiere dich selbst. Drachenlord reflektiert sich nicht selbst. Also probieren wir das mal. Ich habe hier im Hintergrund meinen Discord offen. Quatsch, mein Discord, meinen Blog offen. Und in meinem Blog sind verschiedene Sachen. Es gibt zwei Arten von Beiträgen. Das eine ist der Post und das andere sind die Seiten. Warum auch immer, gibt es diese zwei Varianten. Das ist auch in zwei Teile aufgeteilt. Also insgesamt sind es 9 Beiträge und es sind insgesamt 5 Seiten und 4 Posts bis jetzt. Heute Abend kommen oder heute im Laufe des Tages kommen noch 2 Posts mehr. Ich versuche so jeden zweiten Tag mal 2, 3 Posts zu machen. Okay, also für den Anfang. Die Seiten sind wie folgt aufgeteilt. Es gibt für die Selbstversorgung, für die Spiritualität der Anfang, die Gruppe, das Grundstück, Ort und Gebäude und für den Freikörperkulturbereich gibt es jeweils eine Seite. Sind also insgesamt 5. Kinder angesprochen werden überhaupt nur in 2 Posts, und zwar in der Anfang und in Freikörperkultur. Darin werden Kinder angesprochen.
Wenn es überhaupt irgendeinen Zusammenhang mit Kindern im Thema Grundstück gibt, dann höchstens, dass Kinder irgendwo ja auch spielen müssen oder irgendwo auch schlafen müssen. Was vielleicht noch zum Thema FKK und Kinder noch passt, was er da gerade erzählt. In diesem Witz, da geht es ja wirklich darum, dass der Vater mit seiner volljährigen Tochter am FKK-Strand sitzt. Und auch selbst wenn es ein Witz ist, selbst wenn der Witz genauso geht, einige haben auch geschrieben, dass Rainer den Witz verkackt hat. Ich weiß nicht genau, was er addiert hat, ob er das mit FKK addiert hat oder mit dem Abspritzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er anscheinend irgendwas addiert. Und wenn jemand beim Sexschreiben pädophile Witze an einem FKK-Strand macht oder darüber nachdenkt, während er sich den Speer hobelt, dann sollte diese Person keine Kommune leiten, wo Kinder in einem FKK-Bereich anwesend sein können. Ich glaube, da sollten wir uns alle einig sein, oder? Egal ob Witz oder nicht. Das, was er da geschrieben hat, ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, es ist sehr besorgniserregend. Darüber hinaus gibt es da aber keinerlei Zusammenhänge mit irgendwas in die Richtung. Zum Thema Spiritualität und zum Thema Selbstversorgung dürften Kinder auch nicht groß thematisiert sein. In Selbstversorgung wird immer angesprochen, dass Kinder auch mit unterstützen sollen. Wären also in 3 von 5 Posts. Aber da geht es auch nicht um irgendwas Pädophiles oder ähnlichen Scheißdreck, weil das wieder mal vorgeworfen wird. Da geht es einfach darum, Leute fragen danach, ob es auch Kinder in der Kommune geben wird. Mittlerweile bin ich daran am Überlegen, ob ich dafür sorge, dass ich da einfach reinschreibe, dass einfach Kinder gar nicht erwünscht sind in der Kommune. Um mir diese ganze Scheiße einfach von Hals zu hetzen. Das wäre von Anfang an die richtige Entscheidung gewesen. Ich hatte schon öfters erwähnt, das war so der letzte Point of Return, sage ich mal, wo er halt, ja, hätte bremsen können. Aber anstatt diese Ausfahrt zu nehmen und zu sagen sofort, nee, Leute, Kinder und FKK in der Kommune und so weiter mit freier Liebe gehört für mich einfach nicht zusammen. Fertig. Da hätte Rainer erstmal sich sympathischer gemacht, in Anführungszeichen, wenn das überhaupt möglich ist. Aber nein, Rainer, warum auch immer, ob es ist, weil er diese Neigung hat, keine Ahnung, ob es ist, damit der potenzielle Partnerinnen nicht abschreckt, weil die Kinder haben wollen. Keine Ahnung, muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber ja, ne, er hat nicht ohne Grund gesagt, dass Kinder erlaubt sind. Eigentlich ist das Ganze so gedacht, ich möchte die Kommune auf eine langfristige Situation machen, wo es auch dann über Jahre hinweg was gibt. Und wo es dann auch, nachdem ich nicht mehr da bin, vielleicht generationenübergreifend die Kinder vielleicht die Kommune weiterführen. So, ob ich selbst Kinder haben werde, wahrscheinlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. So, deswegen ist die Selbstversorgung damit angesprochen. Der Anfang, da wird es natürlich auch mal komplett. Der Anfang ist eine komplette Übersicht. Und dann gibt es die Freikörperkultur. In der Freikörperkultur wird es auch angesprochen, aber auch nur, weil es solche kranken Menschen gibt. Ich frage mich ernsthaft, wie Menschen nur an sowas denken können. Ich sage halt, ja, ich möchte eine Kommune mit FKK gründen. Und das Erste, was gekommen ist, das ist kein Schatz. Die erste Frage, die gekommen ist, werden da auch Kinder sein? Ja, das ist aber darauf zurückzuführen, auf deine Vergangenheit. Ich habe es tausendmal erwähnt, ich will es jetzt nochmal erwähnen. Es gibt halt Indizien dafür, dass Rainer diese Neigung haben könnte. Aber bewiesen ist halt nichts. Und ich finde einfach, dass so eine Frage halt sehr wichtig ist, weil ja, ne, wenn es nicht Rainer ist, der dann Täter ist, sage ich einfach mal, dann kann es aber sein, dass Leute sich für die Kommune anmelden, die halt solche Neigungen wirklich haben. Und vielleicht sogar auch schon strafrechtlich in Erscheinung getreten sind deswegen. Und Rainer wird sich nicht die Mühe machen, um zu schauen, ah, der Hans-Dieter Dieternburg, ja, der wurde mal 2001 wegen Übergriffen an Kindern für 10 Jahre in den Knast gesteckt, was weiß ich. Das wird Rainer nicht tun. Und wenn man halt so sensible Themen miteinander bringen möchte, einfach Zusammenleben und FKK, es ist ja nicht so, dass es ein Strand ist oder ein Urlaubsresort, wo man mal hingeht. Rainer möchte ja, dass die Leute ihr Leben dort verbringen. Und für viele Leute gehören halt eine Familie gründen oder Kinder schon haben, halt zum Leben dazu. Fertig. Aber ja, das versteht er natürlich nicht. Er sieht immer nur das böse, böse Mobbing, was ihn wieder irgendwie ausgrenzen will. Und die Hater sind doch eigentlich alle pädophil. Natürlich. Alter, krank? Aber gut, das ist jedes Mal so. Dann wird natürlich jedes Mal erzählt, ja, aber du hast dem und dem schon erzählt und dem schon gemacht. Ich habe mit Guido damals darüber gesprochen, aber das kam von Guido, nicht von mir. Aber das sieht man natürlich wieder. Mal abgesehen davon, dass der sich über Monate hinweg als Freund ausgegeben hat, mir Geld gespendet hat und was weiß ich, oder mal unterstützt hat und dann mich total verarscht hat am Ende.
Was genau meint er? Ich kenne die Sachen, wo einer nach dem Film gefragt hat. Aber darin ging es doch nicht um FKK und Kinder, oder? Fällt mir spontan jedenfalls nicht ein. Echt lächerlich. Und ja, also zum Thema Kinder auf den Seiten von den Beiträgen gibt es in zwei Posts, wo es überhaupt groß thematisiert wird. Und ansonsten ist es vielleicht mal als Wort, weil es wurde ja darauf fokussiert, deswegen werde ich es jetzt hier ein bisschen anders aufziehen. Das als Wort, das Wort Kind ist mit dabei. Das kann sein, dass es in mehreren Beiträgen als Wort mal mit drin ist, aber es ist keine Thematik. Das Thema, es gibt noch nicht mal einen Post. Es gibt weder einen Post, noch gibt es eine Seite. Also es gibt keinen Beitrag, wo es nur um das Thema Kinder geht. Aber einer deiner ersten 5 Tags war Kinder. Wird gelaufen, Rainer. Gibt es nicht. Es gibt den Freikörperkultur, es gibt den Grundstück und Ort und Gebäude, der Anfang, Spiritualität und Selbstversorgung. Und da ist, wie gesagt, ja eine Kommune, die sich auch generationenübergreifend halten kann, ist natürlich auch der Nachwuchs eine Frage des Ganzen. Und auch weil viele danach gefragt haben, habe ich es hier und da erwähnt. So, bei den Naja, um eine Kommune weiterführen zu können, wenn die Gründer tot sind, braucht man ja nicht unbedingt Familien mit Kindern. So, die Kommune wird ja die ganze Zeit offen sein für neue Leute. Ne? Also die Kommune startet 2030, dann bis 2050 sind es 50 Leute, dann sind wieder mehr jüngere Leute dabei, die werden auch älter, kommen neue Leute rein, die wieder jünger sind und so weiter. Du musst ja nicht unbedingt auf Biegen und Brechen da irgendwie Kinder mit einbeziehen. Wenn du eine FKK-freie Liebe-Kommune machen möchtest, was finde ich, beides nichts mit Kindern zu tun hat. Ja. Also haben wir 2 von 3 Posts, wo sie überhaupt aktiver kommentiert werden, aber es ist noch kein Post, wo es nur um dieses Thema geht. Dann haben wir hier die Idee einer eigenen Kommune, die Kommune Thema Planung. Thema Planung, persönlicher Besitz und Fragen und Antworten. So, das sind die Posts jetzt. Das sind keine Seiten, sondern das sind die Posts. Das sind die restlichen 4 der 9 Beiträge. In die Idee einer eigenen Kommune. Das ist mehr oder weniger nochmal das eigene Thema. Da geht es nochmal um das Gleiche, was es im Prinzip auch schon bei der Anfang geht. Nur nochmal ein bisschen am anderen Detail und mit einem anderen Blickwinkel und anderem Schwerpunkt. Ist aber mehr oder weniger nochmal so ein bisschen in die Richtung gesetzt. So, nochmal dazu übrigens, die Kommune der Freiheit soll auf 3 Freiheitsfokussierungen sein. Das erste ist die Freikörperkultur, das zweite ist die Selbstversorgung und das dritte ist die Spiritualität. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Und das sind diese 3 Punkte halt so, ne? Das habe ich auch schon so in verschiedenen Varianten gesagt, Spiritualität, Freikörperkultur und Selbstversorgung oder eben Selbstversorgung, Freikörperkultur oder Selbstversorgung, Spiritualität, Freikörperkultur. Es wird immer wieder mal anders gesagt. Ich liste es immer wieder mal anders auf, weil es keine dass die 3 Schwerpunkte sind. So. Hat aber nichts damit zu tun, dass nur der eine von den 3 ein Schwerpunkt ist. Zudem wird übrigens sehr oft über das Thema geredet. 6 Kommune. Das ist auch nicht. Das hat mit. Ich denke mal, das Thema Kinder ist jetzt durch in 7 Minuten. Also reflektiert hat er gar nichts, er hat wieder nur vorgelesen, was die Hater gesagt haben. Gesagt, nee, die Hater sind das, böse, böse Hater, ich bin das arme Opfer, ich hab doch nur, ich wollte doch nur, ich hab doch nichts gemacht, ich bin nicht derjenige. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist nicht selbstreflektierend, Rainer. Selbstreflektierend wäre, wenn du sagst, okay, ich hab mir alles durchgelesen, ich hab mir ein paar Gedanken drüber gemacht und dem Punkt stimme ich zu, dem und dem nicht und daraus schließend mache ich das und das. Zum Beispiel, Rainer sagt, jo, ich habe mir das alles durchgelesen und das Thema Kinder mit freier Liebe, wo jeder überall immer Sex hat und alle nackt rumlaufen müssen. Ja, das passt nicht gut zusammen, habt ihr recht. Ich würde sagen, dass wir die Kinder einfach komplett rauslassen und die generationenübergreifende Weiterführung der Kommune, was auch immer, anders regeln. Fertig. Das wäre reflektiert gewesen. Nicht zu sagen, oh, die anderen sind schuld, ich bin doch nur derjenige, der Kinder nackt bei sich rumlaufen haben möchte. Ja, am Strand. Mit volljährigen Töchtern. Schau mal, was er zum nächsten Thema sagt. Mit dem Thema Sex eigentlich nur ganz wenig zu tun, wenn überhaupt. Und es ist hier und da halt, ich möchte einfach eine Kommune schaffen, in der halt auch wirklich jeder frei sein kann. Und da gehört das auch dazu, weil mich stört es nämlich, man sieht es schon wieder, kaum hat man das Thema überhaupt zur Sprache gebracht, da flippen alle aus.
weil es so viele verklemmte Menschen gibt auf dieser Welt und so viele Idioten gibt, die nur Schwachsinn im Kopf haben. Das Thema Sex ist eigentlich ein Thema, über das man ganz normal reden können sollte, aber das kann man nicht. Warum kann man das nicht? Weil es so viele Menschen gibt, die so viel Scheiße bauen. Aber gut, ich möchte... Da kommt es immer darauf an, Rainer, wer mit wem spricht. Wer kommuniziert mit wem? Wenn jemand normal ist, der sich noch nicht zu Schulden kommen lässt an dem Punkt, sagt, jo, ich mag FKK gerne, ich würde gerne mit anderen erwachsenen Leuten so eine Kommune gründen, wo wir das halt ausleben können, ohne andere Leute halt zu belästigen oder was auch immer, dann würde ich sagen, okay, mach halt, ne, wenn du willst. Aber wenn man halt jemand ist wie Rainer, dessen Leben zu 2% im Internet ist und man schon weiß, jo, der hat da und da ja sehr komische Fantasien und ist auch sehr sexfixiert. Und ja, dann sollte man das doch eher kritischer hinterfragen. Hat auch da nichts mit Brüdesein zu tun oder so. Wie gesagt, wenn ihr dann nachts rumlaufen wollt, dann macht das. Aber halt nicht, wenn jemand da rumtänzelt wie Rainer, der halt ja problematisch ist, was das Thema angeht. Dann sollte man da vielleicht doch kritischer nachfragen. Ich möchte auf das Thema jetzt gar nicht weiter eingehen. Zum Thema Selbstreflexion auf jeden Fall. Es ist weder das eine noch das andere Thema. Es ist hier nichts wirklich groß in meinem Blog drinnen, was auf eines von beiden einen Schwerpunkt hat. Es gibt hier und da Erwähnungen von dem einen oder anderen Thema. Es gibt auch so wortwörtlich den Satz, wenn man irgendwas Falsches mit Kindern macht, dann kriegt man von mir persönlich eine Schelle, fliegt dann aus der Kommune, wird natürlich auch polizeilich angezeigt und so weiter. Also es ist definitiv gegen das Ganze. Und jetzt... Das ist ja das Ding, ne? Das habe ich ja schon in den Blogpost schon kritisiert. Rainer sagt einfach nur, ja, wenn was passiert, dann schmeißt du ihn raus. Das Kind ist aber dann trotzdem schon traumatisch komplett am Ende. Und dann hilft es ja nicht, wenn er sagt, ja, der ist jetzt im Knast dafür. Das hilft dem Kind auch nicht mehr. Wenn du kein Konzept hast, wie du das komplett trennst, also zu 1 Milliarden %, dass die Kinder niemals in Berührung damit kommen, dann hilft es nicht zu sagen, ja, also, wenn was passiert, dann mache ich das und das. Ja, dann ist es halt schon passiert, Rainer. Dann ist es halt viel zu spät. Aber darum macht sich Rainer halt quasi keine Gedanken, ne? Der denkt sich, ja, komm, der Gegenwartsrainer hat jetzt keinen Bock drauf, sich darüber Gedanken zu machen. Lass uns einfach Zukunftsrainer regeln, falls irgendwas passiert. Das macht er leider schon sein ganzes Leben. Ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich habe mich mein Leben lang für Schwächere eingesetzt. Hast du nicht. Mich triggert es, ich weiß, dass die Hater mich absichtlich triggern damit, aber trotzdem triggert es mich unglaublich, wenn die Leute mir sagen, dass ich so und so bin. Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich bin und auch das Gegenteil von dem, was ich sein will. Die Leute sagen zu mir, ey, du bist hier, ne, und Kinder und bla und überhaupt. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr noch ganz sauber? Das Erste, wenn ich höre an der FKK-Kommune, dann denke ich nicht an Kinder, sondern dann denke ich so, oh cool, könnte ich vielleicht da auch mal mich ein bisschen umschauen, würde mich interessieren. Da denke ich aber nicht an Kinder. Da fragt man sich doch, wer hier wirklich der kranke Mensch ist. Wie gesagt, kommt darauf an, wer es zu wem sagt, ne? Wenn irgendein normaler Mensch sagt, jo, ne, was Rainer gesagt hat, denke ich auch, so wie Rainer, ja, cool, soll er machen. Aber wenn halt jemand, der schon ja im Verdacht steht, solche Neugierungen zu haben, das erzählt, dann denkt man doch über ein, zwei Ecken mehr. Ich zumindest, ne? Ja, und jetzt kamen heute wieder irgendwelche Posts im Telegram, wo irgendwelche Sachen wieder aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Da stand drin, aber allgemein von Vorteil. Allgemein von Vorteil, ja, aber was allgemein von Vorteil? Nicht das, was da auf jeden Fall als stand. Das stand, ich habe da jemand ganz anderem angeschrieben und das war überhaupt nicht das, was da angezeigt wurde. Also völliger Schwachsinn mal wieder. Da fehlt wieder mal die Hälfte von den Posts und da fragt man sich doch mal wieder, wo ist da der Rest vom Hirn? Also ist da der Rest vom Hirn dann irgendwo flöten gegangen oder was? Naja, wie auch immer. So, das wäre auf jeden Fall soweit erstmal zu meinem Thema. Also es gibt da nichts in die Richtung von wegen Pädophilie und von wegen Kinder und von wegen Sex. So. Ne? Das ist weder eine Sexkommune noch irgendwas für Pädophile. Wenn da irgendwas in die Richtung passiert, kriegt ihr von mir selbst eine Klatsche. Und das hat schon den einen oder anderen aus sich Latschen gehaut. Finde ich alles andere als cool. Also hört bitte auf, über meine Kommune, die ich überlege zu machen, reden. Weil es ist ja noch nicht einmal fest, dass ich die überhaupt mache. Und ich habe Kinder überhaupt noch nicht im Kopf. Erst einmal brauche ich Menschen, um eine Kommune zu gründen. Und dann brauche ich einen Ort, um die Kommune zu gründen. Und dann braucht man erst einmal die Leute, dass man das aufbauen kann, um das Ganze hochzuziehen. Da brauche ich nicht hergehen und erst über Kinder nachdenken. Das ist das Letzte, woran ich da denke. Das mache ich dann, wenn ich sage, ich will die Kommune über Jahre hinweg laufen lassen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ich denke mal, die Telegram-Sachen meint er unter anderem auch die Videos. Zum Beispiel, wo er noch auf Jona da war mit irgendwem, ich weiß nicht, wer es ist.
und meinte, ja, die haben sich so, ich glaube, die sind so durch Just Chatting durchgegangen, also ein bisschen durchgescrollt. Und da haben die halt immer so gesagt, wo die jetzt reingehen, in welchen Stream. Und da meinte Rainer, boah, die ist schön. Und da meinte der Kollege von ihm, ja, die ist aber das Fünfte, ne? Da meinte Rainer, ja, leider, zu jung. Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng in dem Kontext, ne? Rainer hat es als sehr schlechten Witz abgetan, ähnlich wie dann anscheinend die Sache am Strand mit der volljährigen Tochter. Dann irgendwie noch ein Video, wo ein junges Mädchen reinkam, hat Rainer sich schon so die Lippen schon ein bisschen geleckt, sehr eklig. Und als sie meinte, dass sie erst 13 ist, da meinte er, euch würde ich aber jetzt erstmal ins Bett bringen. Ja, es gibt wirklich ein paar Videos, guck gerne auf Telegram, ich will es hier nicht anwenden. Da könnt ihr die Sachen sehen. Das ist halt schon in Vergangenheit, ja, eine Handvoll oder ein Dutzend Aussagen und Momente von Rainer gab, wo man, ja, das Indiz auf jeden Fall sehen kann, dass Rainer solche Neigungen hat. Aber wie gesagt, ne, niemand kann, von uns kann es bestätigen. Rainer wurde deswegen noch nie verurteilt, wurde noch nie angezeigt. Deswegen, ne, bleibt alles die eigene Meinung und Vermutung. Aber ja, ich denke, mein Standpunkt ist klar. Ja, dann würde ich sagen, reflektiert euch selbst, ne? Sucht mal die Fehler bei den anderen, während ihr euch selbst reflektiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.